Hallo, ich bin Britta von Plötzlich Kreativ. Heute geht es noch einmal um die Produktreihe Bunte Vielfalt. Insbesondere geht es heute, ich möchte euch zeigen, die Thinlits kreative Vielfalt. Und zwar möchte ich euch zeigen, was man damit alles machen kann, wie man damit arbeiten kann. Und da sind nämlich ein paar Thinlits drin, die nicht stanzen, sondern nur prägen. Das ist einmal dieses Element. Also diese drei Elemente, die stanzen nicht, sondern die prägen nur ins Papier. Und wie man damit arbeiten kann, was man damit machen kann, möchte ich euch gerne zeigen. Und ja, auch was man mit den anderen Teilen noch so anstellen kann. Also zum Beispiel mit diesem hier. Ja, welche Möglichkeiten man hat mit den Thinlits. Ja, wir fangen auch mal an. Und zwar, jetzt wird es ganz bunt. Achtung! Ich habe, um das alles unterzubringen, mal eine Seite gestaltet, wo ich wirklich diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten untergebracht habe, die man damit machen kann. Und möchte euch das einfach mal zeigen. Es sieht sehr knallig, sehr bunt aus, aber es heißt ja auch bunte Vielfalt. Und mir geht es eigentlich darum, dass ich halt einzelne Bereiche auch zeige. Und ihr könnt das natürlich auch auf Karten und wesentlich einfacher gestalten und nicht so knallig bunt. Aber wie gesagt, diese Seite habe ich gemacht, um einfach auch mal zu zeigen, was man im Einzelnen machen kann. Und zwar fangen wir mal an mit diesem Stanzelement. Und da habe ich nämlich hier oben in der Ecke, seht ihr das? Ich habe das ganze Blatt. Das ganze weiß, also den weißen Flüsse, den Karton in Farbkarton in Flüsterweiß, das war 30 mal 30, ich habe die Kanten etwas gekürzt, habe ich mit dieser Ecke, jetzt muss ich mal eben gucken, so rum habe ich das in die Big Shot gelegt. Und da ja das hier zu groß ist, bin ich halt nur bis hierhin gekommen und das hat diesen tollen Effekt ausgelöst. Ich halte es noch mal ein bisschen weiter dran. Hier ist es ausgestanzt und hier ist es im Grunde nur angestanzt. Also es läuft dann hier aus. Und ja, ich finde, das ist ein ganz klasse Effekt, wenn man nur so ein bisschen anstanzt. Also im Grunde nicht das Ganze komplett ausstanzt, sondern nur andeutet. Ja, das ist dieses Element. Dann habe ich hier oben, sieht man das, das habe ich hier als Hintergrund hingelegt. Das ist ganz normal, das komplette Element ausgestanzt. Und ich habe dann hier die Ränder schön ausgeschnitten. Also ich habe das komplett aus dem Papier nochmal rausgetrennt, so dass dieses einzelne Element da oben entstanden ist. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe, irgendwo bei einer amerikanischen Demonstratorin, die hat die Folie ausgestanzt. So, und diese Folie, wenn ich die ausstanze, kann ich die als Schablone nehmen. Und das habe ich nämlich hier unten gemacht. Da habe ich die Schablone aufgelegt und mit einem Schwamm und mit, das ist Limette, mit Limette halt ausgemalt, so dass im Grunde ja das Muster auf dem Papier drauf ist. Das hier ist übrigens, ja, ich habe das ein bisschen koloriert mit der Wischtechnik, also halt mit Schwamm einfach nur Farbe aufgetragen für den Hintergrund. So, und das Element hier, das ist mit der Folie entstanden, die habe ich da drauf gelegt und dann mit einem Schwamm in Limette ausgemalt, so oder koloriert. Ja, das war das Teil. Dann möchte ich, das gleiche habe ich übrigens mit diesem Stanzteil gemacht. Das ist die Blüte. Und die Blüte habe ich einmal hier oben separat in, das ist Sommerbeere, in Sommerbeere ausgestanzt und dann auch noch mal
als Folie, kann man das jetzt sehen, als Folie ausgestanzt. Und damit habe ich diese Blüten im Hintergrund koloriert, auch in Sommerbeere. Und dann sieht man da auch gleich auf dem Limette-Farbkarton, da habe ich nur, also mit diesem Element wird nur, oh, bin ich noch in der Kamera, so mit diesem Element wird halt nur geprägt und nicht ausgestanzt. Und ich habe hier geprägt und zwar habe ich, das sind richtig tiefe Rillen. Ich habe es wirklich 3, 4 Mal durch die Big Shot immer hin und her laufen lassen und dann kommen diese tiefen Rillen, so dass es schon fast ausgestanzt aussieht. Man kann damit, ja, die Blätter, also es ist ja hier kein richtiger Stiel, das heißt, ich kann kein Element damit ausstanzen, aber das ist schon richtig tief eingeprägt. So, das war diese Ecke. Dann komme ich hier, ach so, dieses Element. Dieses Element, das seht ihr, das sind die Stanzteile. Die Stanzteile, die einzelnen, die ich aus diesem Teil hier oben rausgenommen habe. Also die Stanzteile, die drücke ich raus und die schmeiße ich nicht weg. Die kann man noch super wieder verwenden. Und da habe ich mir als Schablone, um das genau so anzuordnen, wieder die Folie habe ich mir aufgelegt und dann die Stanzteile in die einzelnen Ausstanzungen der Folie geklebt, damit das schön angeordnet ist, so wie es halt auch in dem Element ist. Dann kommen wir hier zu den Diamanten. Das ist die Umrandung und das ist der Diamant an sich. Das sind beides Stanzformen, das heißt, der Diamant wird ausgestanzt und den habe ich auch ausgestanzt hier in Himmelblau und den habe ich, wenn ihr das seht, man sieht es halt von der Seite. Ich habe den, wo sieht man es von der Seite? Da. Ich habe den halt dreidimensional aufgebracht und zwar habe ich dafür diese Streifen genommen. Das sind die Klebestreifen. Ich weiß gar nicht, ob die noch im Katalog sind. Moment, ich guck mal gerade. Das wäre natürlich sehr schade, wenn es die nicht mehr gibt, weil ich benutze die tatsächlich. Doch, die Schaumstoff-Klebestreifen gibt es noch. Und da habe ich es so gemacht, dass ich einen Streifen genommen habe. Also die sind schon ziemlich, hier sieht man es, die sind schon ziemlich dünn. Aber ich habe einen Streifen genommen und habe den nochmal in der Mitte durchgeschnitten, damit der so schmal ist, dass der von oben nicht, also von oben kann man es nicht sehen. Das kann man wirklich nur so sehen, dass da halt ein Schaumstoffstreifen drunter ist. Dann habe ich auch hier wieder mir Folie ausgestanzt mit den Thin Lids und zwar den Diamanten. Also diese Form habe ich mir ausgestanzt in der Folie. Wo habe ich sie jetzt? Und die sieht jetzt schon so ein bisschen, sieht man das, die sieht so ein bisschen schmodderig aus, weil ich da nämlich mit der Strukturpaste gearbeitet habe. Hier oben ist es ein bisschen, so schlimm ist es gar nicht. Ja, ein bisschen verschmiert. Da habe ich zu dick aufgetragen und als ich das dann abgenommen habe, da ist es ein bisschen verschmiert, aber es ist dann hier unten besser geworden. Und die Strukturpaste habe ich bei der Gelegenheit festgestellt. Ich habe die halt normal weiß, ich habe die nicht eingefärbt, ich habe die in weiß aufgetragen. Aber die nimmt so ein bisschen die Farbe vom Untergrund an. Finde ich aber eigentlich auch ganz schön. Es schimmert so ein bisschen durch. Und
Ja, gefällt mir eigentlich recht gut. Aber wie gesagt, diese Folien sind ein bisschen dünn, die bei der Strukturpaste dabei sind. Die Aufleger sind halt ein bisschen dicker. Und wenn ihr diese normale Folie nehmt und das ausstanzt, das ist halt ein bisschen dünn für die Strukturpaste. Aber es geht auch. Wenn man da vorsichtig arbeitet, dann geht das durchaus auch. So, dann geht es hier weiter. Diese Blüten, das ist im Grunde. Hier, das war ja dieses Element, wenn ich es wirklich ausstanze. Und dann habe ich hier dieses Element. Die sind gestempelt. Einmal nur pur der Watercolor-Stempel, also der Vollstempel. Das sieht so aus. Und einmal der Watercolor mit der Struktur drin. Das sind entsprechend. Das ist der Grundstempel und das hier ist der mit der Struktur. Ja, die habe ich da aufgestempelt, also ausgestanzt und auch einen wieder, sieht man das, ja, da so ein bisschen in Schatten, den etwas höher gesetzt mit Dimensionals. Dann komme ich zu dieser Struktur, das sind diese beiden Thin Lids. Und da habe ich in Feige also einmal das komplett ausgestanzt in Feige. Und habe das aufgeklebt und dann die Blüten mit der Farbe Limette ausgemalt. Das habe ich ausgemalt hier. Dann habe ich hier und hier noch Hintergrundstempel genommen. Ich habe auch die Sprüche aufgeklebt. Aber das ist im Grunde, ja, kann jeder gestalten, wie er möchte. Dann möchte ich euch noch zeigen, hier ist auch noch geprägt. Und zwar dieser kleine Zweig. Den habe ich links und rechts geprägt, in der Mitte ausgestanzt. Und zwar sind das diese Elemente, der hier vorne prägt und der hier hinten stanzt aus. Und da seht ihr schon, das ist nicht so tief ausgestanzt, das ist nicht so tief geprägt. Da habe ich nur einmal vor und zurück. Und ja, man sieht es, dass es geprägt ist, aber es ist nicht so tief wie da. Da ist es ja schon fast ausgestanzt. Also hier sieht man schon fast, dass die Ränder gestanzt sind. Das kam, weil ich hier halt öfter das durch die Big Shot ablaufen lassen. Ja, dann kommt hier unten nochmal, da habe ich die Elemente nochmal drauf gesetzt. Ich habe hier wieder gestempelt und zwar gibt es auch hier wieder einmal den normalen Blütenstempel und dann den Stempel mit der Struktur. Das habe ich dann hier unten entsprechend gestempelt. Den Stiel habe ich jeweils mit Smaragdgrün und dem Stampin' Marker eingefärbt. Das heißt, ich habe hier oben nur die Blüte gestempelt, also nur diese Strukturblüte habe ich im Stempelkissen Farbe aufgetragen und den Stiel hier unten, den habe ich mit dem Stampin' Write Marker eingefärbt, so dass, seht ihr das, die Blüte halt entsprechend gefärbt ist und der Stiel ist in Smaragdgrün. Das Blatt, das ist ganz normal mit diesem Stempel gestempelt. Der hat dann eben auch diesen Watercolor-Look. Und ausgestanzt habe ich die Blätter mit diesem Element. Und nun kommen wir im Grunde schon zu dem letzten, nämlich zu dem Herz. Das prägt auch nur aus. Nein, das prägt auf und stanzt nicht aus. Also damit könnt ihr nicht ausstanzen, sondern
Das ist nur zum Prägen. Und das habe ich hier unten da in die Ecke gesetzt. Und dadurch, dass ich da hinterher, ich habe also erst das Herz geprägt und dann bin ich da mit der Farbe drüber und dadurch ist das auch so ein bisschen Struktur drin und ja, die Ecken haben halt ein bisschen mehr Farbe abbekommen, die Linien natürlich ein bisschen, die geprägten Linien ein bisschen weniger und dadurch hat das ein bisschen Struktur bekommen. Dann habe ich diese Blüten nochmal auf Folie, das war, Moment, dieses Thin Lid, na, kann man so sehen, so dieses Thin Lid und das habe ich auch wieder mit der Folie ausgestanzt und da muss ich sagen, das gefällt mir fast am besten. Diese Blüten da, die finde ich irgendwie richtig klasse hier unten. Die habe ich halt nochmal mit Feige, also mit Stempelfarbe aufgetragen, mit Feige. Ja, das ist im Grunde schon alles. Also ich habe euch die Prägungen gezeigt. Ich habe gezeigt, wie ich das hier gemacht habe. Also wie gesagt, nicht ganz, das wird nicht ganz durch die Big Shot geschoben, sondern nur so ein Teil. Ja, so die ersten 2-3 cm und dadurch prägt es hier noch so ein bisschen ein. Ja, und da das Geprägte und hier, also die muss ich sagen, die finde ich auch super süß, diese kleinen Zweige. Finde ich fast noch besser als das hier und das Herz finde ich auch. So als kleinen Akzent irgendwo. Also man kann da schon tolle Sachen mitmachen. Und ja, ich finde, der Name ist zu Recht bunte Vielfalt oder kreative Vielfalt. Das hat schon seine Berechtigung. Man kann da so unheimlich viel mitmachen, so unheimlich viel arbeiten, sich ständig neu erfinden. Das kommt auch teilweise dann beim Arbeiten. Also hier hat sich das wirklich alles der Reihe nach entwickelt. Achso, hier ist noch ein Streifen von dem Designerpapier. Hier auch in der Mitte habe ich einen Streifen Designerpapier. Und hier, das ist das Designerpapier Bunte Vielfalt. Das gehört zu der Produktreihe. Und auch das Schleifenband, das Geschenkband gehört zu der Produktreihe. Ja, und man kann da wirklich, alleine mit diesem Set kann man sich stundenlang beschäftigen. Da wird einem nicht langweilig und man kann sich immer neu erfinden und neue Sachen erfinden. Man kann ganz schlichte Sachen gestalten oder eben auch aufwendigere. Ich wollte euch einmal zeigen, was mit den Thin Lids alles möglich ist. Das habe ich getan. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.